heutiger Gast ist die zauberhafte Paulina Iannidou, ihres Namens eine der krassesten MMA-Kämpferinnen Deutschlands, Physiotherapeutin und sozusagen Entrepreneurin. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir für die Einladung. Viele kennen dich als Paulina Balboa, die Kampfrakete. Und was viele aber gar nicht wissen, du bist selbstständig, hast deine eigene Praxis und hast auch einen Master of Science in Physiotherapie. Genau. Man muss dazu sagen, man sieht es jetzt vielleicht nicht durch das weiße T-Shirt, aber Paulina ist schwanger und der Niedergang ist bereits in 7 Wochen. Da wird der kleine, genau, ein kleiner Boy erwartet. Was sagst du eigentlich zum Stichwort Übertraining? Weil du vorhin sagtest, ne, die Alltagsbelastung, die man ja hat und die man oft verkennt, in Verbindung mit einem harten Training, 2-mal am Tag oder so, da passiert schon viel, oder? Es passieren einige Dinge, ne? Und man muss da auch tatsächlich zwischen Männern und Frauen so ein bisschen differenzieren. Frauen und Zyklus, sprich zu gucken, wann habe ich also Übertraining sollte grundsätzlich immer vermieden werden. Plus halt bei Frauen auch, dass das den Zyklus affektiert, ne? Das heißt entweder kurzzeitige Unfruchtbarkeit, ich kriege keinen Eisprung, Menstruation verzögert sich, Hormone sind wieder aus dem, komplett durcheinander, aus dem Gleichgewicht. Was wiederum dazu führt, dass wir psychisch affektiert sind, müde sind, Depression, also ne, PMS-artige Depressionen bekommen. Und das ist ein ziemlich beschissener Zyklus. Im Übrigen ist das ja auch ein Thema, wo über oft eigentlich geschwiegen wird. Man muss auch sagen, eigentlich fälschlicherweise, weil es eigentlich auch wichtig ist. Und wir sind ja alle nur Menschen. Und Periode, ja, mag der eine schön finden, der andere nicht, aber gehört nun mal dazu. Also, gerade als Wettkampfsportler mit Gewichtsklasse kann man sagen, es ist scheiße schwer. Ja. Es verändert einfach alles. Ja. Was macht dich eigentlich glücklich? Die jetzige Situation. Also ich hätte das nie geglaubt, aber trotz, dass es ein so unfassbar verrücktes, so ein völlig dystopisches Jahr war, ist es eigentlich für mich ein sehr schönes Jahr gewesen, da zu stehen und zu sagen, hey krass, so ich mache meine eigene Family, ich habe meinen Mann, ich fühle mich richtig sicher und safe in dem, was gerade da ist. Das macht mich gerade ziemlich glücklich, ja. Vielleicht sind es auch gerade einfach die Hormone, aber das ist so gerade so der Ende. Ich brauche auch was davon. Tschüss, ja, Relaxin für jede Frau.